Seite. Hallo Leute, Mensch, willkommen zum neuesten Let's Play von ButchBob 42. Da sind wir beide. Hier, er ist Bob und ich bin Butch und wir spielen heute, beziehungsweise in den nächsten 5 Monaten, Super Mario World. Ja, das tun wir. Und ihr freut euch natürlich alle schon darauf. Mhm. Wie groß angekündigt, ja, ich kann ja schon mal... ja, du spielst doch schon die ganze Zeit. Ich spiele ja schon hier. Wir nehmen natürlich nicht, was wir schon mal angefangen haben, hier nur mal kurz, um zu testen. Ich habe es vorhin schon fast durchgespielt. Wir nehmen natürlich Mario C. Ja. Ne? Mario. So, ich drücke hier mal. Hättest auch einfach Erase Data nehmen können. Nein. Aber okay. Vielleicht möchte ich ja privat auch nochmal spielen. Nein, möchtest du nicht. Welcome, this is Dinosaur Land. In this strange land we find that Princess Toadstool is missing again. Looks like Bowser is at it again. At her. Müssen wir es übersetzen für die, die kein Englisch können? Nein. Gut. Uns wurde es damals auch nicht übersetzt. Ja, stimmt. Ich habe auch nie... ich konnte das ja immer so, nie lesen. Hier, ich bin... ja, du bist Mario. Mario? Huhu! It's me! Mario! Huhu! Ja, was ist das hier? Hier, gucken wir mal. Na, das ist Yoshis Haus. Yeah, mit einem Briefkasten. Yoshi. Ah ja, genau. Hello, sorry, I'm not home, but I have gone to rescue my friends who were captured by Bowser. Yoshi. Und ein cooler Fußabdruck oder so. Ich sollte auch nur noch mit Fußabdruck... Oder soll das Gesicht sein? Nee, ich glaube, und das zwei Augen und das Ding mit dem Nasenloch so? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass... Aber Yoshi kann keinen Fußabdruck machen. Er hat Stiefel an. Deswegen weiß man, dass... Wir müssen mal ein bisschen lauter drin. Ich will die Mucke trotzdem hören. Die Mucke ist einfach episch. Geht das lauter hier? Nein. Okay, gut. Das ist okay. Hier, ich was will die Vögel denn? Da rum. Warte, ich will die Vögel da rum. Das schaffst du eh nicht. Ja, ja, ja. Du kommst da oben nicht hoch. Deine Mutter kommt da rum. Ja. Okay, ja. Wir wollen spielen. Let's Play, quasi. 1990, 1991 ist das Spiel rausgekommen. Ja. Für alle. Also voll... Oh, jetzt bist du auf die Mitte gekommen. Du Typ. Das wollte ich gar nicht. Mmh, jetzt muss Bob es wieder richten. Toll. So. Ich wollte eigentlich auf Start. Warum willst du denn Start drücken? Du kannst auch hier einfach drauf drücken. Nein, ich wollte einfach bloß mal... mach einfach. Mario, Start. Hey, du bist nicht gestorben. Ich bin nicht gestorben. Wir haben letztens kurz mal angespielt, aber noch mit Tastatur. Und ja, okay, das müsst ihr euch jetzt nur 10 Sekunden früher vorstellen. Dann habt ihr es ungefähr. Ja, okay, ich gebe zu, ich... Ah, wir haben es wirklich nicht eingestellt für das andere Pad. Hab ich doch gesagt. Ah, oh, nein, dann machen wir das schnell noch. Ist ja nicht so ein Problem, das können ja die Zuschauer ruhig sehen. Vielleicht schneiden wir es auch raus. Controller 2. Hier ist hoch, links, runter, rechts, B, A, Y, X, Start, Space, über die hier, oder die links, rechts. Oh, das wird immer schwierig. Ja. Ja. Oh, nee, das war ja falsch. Oh, was tue ich? Ah! Mist. Verzeihung, Leute. Up, left. Nein, nicht up. Mann! Up left geht doch. Down right. Und up right steht da aber. Achso, ja. Und down right. Und down left. Nein! Down right, down left. Warum macht der denn da auch immer down left? Ist der doof? Ja, so ist richtig. Ja? Ja, okay. Ist doch super. Sehr gut. So. Ja, jetzt. Bob macht das. So, also jedenfalls eins meiner Lieblingsspiele aus meiner Kindheit. Unserer Lieblingsspiele aus unserer Kindheit. Ja, unserer... Was? Oh Mann! Oh, das ist jetzt voll kacke. Und voll peinlich. Das schneiden wir raus. Da du noch früher gestorben bist als ich heute. Gar nicht mehr. Ja. Achso, ja. Okay. Mal sehen, wir bauen einen Todeszähler ein. Wer wie oft gestorben ist. Das machen wir irgendwie. Bam. Was ist eine Kugel? Bam. So, ich bin jedenfalls Luigi. Sehe zwar aus wie Mario, aber bin halt mit grünen Sachen ausgestattet. Genau.
Like a boss. Das wusste ich. Ansonsten, ja, was gibt's hier so? Man kann den tollen Drehsprung hier machen, um Blöcke kaputt zu machen. Man kann logischerweise, weil wir ja Klempner sind, durch Rohre. Ach so. Nein, ich muss aber dazu sagen, also wem man das Spiel hier noch erklären muss, also da, dem ist ja... Ach so, ja, stimmt, dem ist eigentlich nicht mehr zu helfen. Ja, der hatte eine wirklich ganz, ganz... Stark gelitten. Traurige in seiner Kindheit. Halt. So, Point of advice. You can hold an extra item on the box at the top of the screen to use the press select button. Ach nee, man sieht ja später im Ausgabe nicht. Nee. Oder, doch, wir können es eigentlich auch... Finger hinzeigen. So, jetzt... Und jetzt hat man es gesehen. Oh, nein, wir könnten eigentlich auch den Mauscursor einfach anschalten, angeschaltet lassen. Ach, wozu? Dann sieht man das. Point of advice. To pick up a shell, use the X or Y button. To throw a shell upwards, look up and let go of the button. Mann. Ach ja? Wisst ihr alle, was ich meine? So hier, ja? Pinke, pinke, pinke. So macht man das nämlich. Bam. Ansonsten, was gibt's hier so? Ping, 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 ping. Ja, die Feuerblume kennt man ja aus so gut wie allen Mario-Teilen. Das Fliegen ist hier besonders gut. Aber gab's das nicht schon in einer anderen hier was? Nicht in dem Ausmaße. Man konnte ein bisschen fliegen. Ach stimmt, da sah man doch dann aus wie so ein Waschbär oder genau, so. Genau, das war Super Mario Land 3. Ja, das ist ja jetzt Super Mario World. Genau. Also nicht mehr nur landesweit, sondern hier weltweit. Mhm. Weil wir sind ja voll international und so. Ja, und dann sieht man, oh, die Animation, wie alles wächst und die Wolken, wie sie sich bewegen. Achso, und ja, wir empfehlen zuerst links den Weg lang zu gehen. Erstmal zum Switch Palace. Weil man braucht diese Blöcke, also eigentlich viele kennen ja das Spiel schon, man braucht ja eigentlich... So, du sagst, ich sollte den ja mit zum Ende... Nee, mach mal, hau drauf, geh drauf und jetzt rennen. Rennen und rennen. Dann springst du und dann, nee, springen und geh rum lang. Ja, genau, ja. Nein. Das hätte ich erst beim zweiten Mal nämlich gemacht, das Springen. Diesen Level kann ich übrigens nicht sterben. Doch, wenn die Zeit abläuft. Stimmt. Achso, ihr habt übrigens ein Zeitlimit. Das ist meistens 200 oder 300 Sekunden, glaube ich. Was tust du? Ich will das Zeitlimit. Nicht? Okay. Switch Palace! The power of the Switch you have pushed will turn into your progress will also be saved. Ja, Rectangle into Block. Continue save. So, du bist dran. Yippie! Kannst ja das Level gleich nochmal machen. Oh ja, unbedingt. Nee, jetzt wurden lauter gelbe Blöcke auf der Welt verteilt, wo vorher nur so eine kleinen gestrichelten Vierecke halt waren. Mm. Und wenn man die von unten, also wenn man unten gegen die Gegend springt so, ja, ich weiß, ich hätte hier ein Leben kriegen können, egal. Ups. Jedenfalls, wenn man unten gegen die Gegend springt, dann demonstriert gleich, dann kommt ein Pilz raus. Yoshi! Hooray! Thank you for rescuing me. My name is Yoshi. On my way to rescue my friends, Bowser trapped me in that egg. Ist Yoshi russisch? Ja. Okay. To do a spin jump, presse A button. Super Mario spin jump can break some of the blocks and defeat some of the tougher enemies. Stimmt, wir brauchen ja gar nichts erklären. Das steht ja alles in diesen Dingern. Ja. Ach ja, das Besondere. Oh je, das müssen wir dann mittlerweile erklären. Also rote Panzer, wenn ihr rote Panzer aufnehmt mit Yoshi, sag ich mal, dann und die dann halt wieder ausspuckt, dann werden die zu Feuerbällen. Wenn ihr grüne Panzer nehmt, dann spuckt er die ganz normal wieder aus. Point of advice, this gate makes the middle marks the middle of this area. By cutting the tape here, you can continue from close to this point. Jo. Jedenfalls, und wenn ihr gelbe Panzer nehmt, dann stampft Yoshi sozusagen, dass Gegner neben ihm kaputt gehen. Und wenn ihr einen blauen Panzer nehmt, dann wachsen Yoshi Flügel und er kann fliegen. Bam. Und alles weitere später. Achso, und diese Yoshi-Münzen, wenn er 5 davon im Level sammelt, dann kriegt er auch. In jedem Level gibt es davon. Ja, also eigentlich werden euch ihr Leben hinterhergeschmissen, ganz ehrlich. Ach, und diese komischen Bären, wenn er die frisst und eine bestimmte Anzahl hat, dann
krieg ich da auch extra Leben. Nee, das kann ich aber nicht. Braucht die Blöcke nicht. Irgendwo hier ist nämlich ein Leben versteckt. Wenn man gerade Yoshi nicht hat, dann soll man nämlich diese Blöcke da nehmen und bla und ach. Hell, 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 hell. So, ansonsten, was so passiert? Keine Ahnung. Ich hatte Geburtstag. Ja, das ist ja passiert. Bam. Bob hatte Geburtstag und wir haben ihn gehörig gefeiert. Ja. Ich habe, glaube ich, 2 Bier getrunken. Ich habe 2 Bier getrunken. Also ganz exzessiv. Und ich habe noch eine Mische getrunken hier. Dr. Pepper Pfeffi. Dr. Pepper Dash Pfeffi. Ist es. Dr. Pfeffi Pepper. Dr. Pfeffi Pepper. So, ich bin mal wieder dran. Ja, yeah. Mario, start. The start. Da ist noch eine Advice-Box. Oh, of course. Point of advice, the big coins are dragon coins. If you pick up 5 of these in one area, you get an extra Mario. Ah, ja, okay. Toll. Ja, zum Beispiel auch hier runter. Ah ja, hier sind jetzt zum Beispiel diese gelben Blöcke aus dem Switch. Vorher wäre man da dolle runtergefallen. Ja, und dolle tot gewesen. Das Level hier mag ich irgendwie nicht. Ich weiß. Eigentlich fast alle Level, die diese Hintergrundmusik haben, die mag ich nicht. Dieses Klaviergedöns. Das sind nämlich meistens so eine Level, wo du nur in der Luft hängst und alles voll hektisch abläuft. Bob ist nicht so viel Hektik. Nee. Hektik ist voll was für Arme. Bam. Du musst Gas geben. Boah, da wäre jetzt nämlich zum Beispiel runtergefallen. Ja, 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 wäre. Nee, du musst erst auf den. Hä? Ja, Kacke. War? Ah, da ist er. Das kann man. Schön. Nur leider kein WLAN. Da unten ist noch ein Rohr, glaube ich. Ja. Dragon Coin. Yay! Zwei hast du. Und hier gibt's auch diesen einen. Ja, ja, Mitte. Vorsicht, der kommt zurück. When you jump on an enemy, you can jump high if you hold the jump button. Use up on the control pad to jump higher on the shallow water. Ja. Schön. Wow. Nur leider kein WLAN. Oh, Blume! Eine Blume? Er kann ruhig Blume zu mir sagen, wenn er das gern möchte. Verstehe ich nicht. Hast du nie Bambi geguckt? Achso, doch, aber. Im Nachhinein denke ich mir so, was ein dämlicher Film. Naja, über diesen Block müssen wir uns irgendwie nochmal schlau machen. Ja. Ich meine, dass er irgendwas mit der Zeit zu tun hatte und wenn du irgendwie. Ich, yeah! Also, ich meine, in Erinnerung zu haben, wenn man ihn genau bei 100 Sekunden, also wenn noch 100 Sekunden übrig sind. Nein, wenn man unter 100 Sekunden ist, dann spuckt der, glaube ich, ein Leben aus. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ah, da muss man sich ja immer so viel Zeit lassen. Naja, wo ist das Problem? Also du musst ja nicht. Eigentlich hat man ja genug Leben. Alle Leben haben will, die wirklich alle, die es zu erreichen gibt. Ja. Vogel! Und los geht's. Wir müssen Yoshi futtern. Nom, 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 nom. Noch mehr. Was hier? If you're an area that have already cleared, you can return to the map screen by pressing start and then select. Achso. So, wollen seine Falle locken, ne? Ja. Aber mich hat heute einer gefragt, was passiert eigentlich, wenn er den Kopf von dem Vieh frisst? Das ist die Antwort. Wow. Es wächst ein neuer Kopf. Das ist ziemlich schwierig mit einem Yoshi hier zu meistern. Aber wir brauchen eigentlich das Ding hier gar nicht. Aber hol die Münze. Nein, ich hol die Münzen nie. Ich scheiß auf diese Münzen. So, jetzt hier leben. Ich will leben. Komm, wenigstens eins. Ja! Yeah. Noch eins! Noch eins! Bam! Ich sag doch, hier kriegt man die Leben so hinterhergeworfen.
So, hier noch Erklärung. You get bonus stars if you cut the tape at the end of each area. If you collect 100 bonus stars, you can play a fun bonus game. So, wie viel kann man denn jetzt eigentlich maximal erreichen? Sind das 40 oder 30? Ja, für mich sieht es ja aus wie 30. Also. Okay. Dun, dun, dun. Miep. 59 habe ich. Okay. Butch, na dann los. Ich habe übrigens überhaupt kein Zeitgefühl heute. Ne? Achso, wir sehen ja da unten jetzt die Uhrzeit. Ich glaube, wir schneiden aber diesmal. Habe ich jetzt. Fuck. Warte, Start Select? Ja, Start Select. Start Select, die beiden. Ups, da bin ich gegen das Mikro. Nee, die habe ich nicht genommen. Nicht? Na dann guck doch die nach. Die habe ich genommen. Welche waren es jetzt? Den hier und den hier. Ah, okay. Ach, scheiße, jetzt bist du gleich dran. Ach, fuck. Ja, ach komm hier jetzt weg, wechsel mal, damit ich dran bin, ja, und dann okay, hier. Ich mache ja, der Fairness halber. Ja. So. Ja, was gibt's sonst noch so Neues? Was können wir noch erzählen, Butch? Was hast du Wochenende so? Ich war auf der grünen Woche, hätte mich beinahe geprügelt. Ach, schön. Press up on the control pad while jumping and you can cling to the fence to go in the door at the end of this area, use up also. Sehr gern. Du warst auf der grünen Woche. Ich habe gehört, auf der grünen Woche ist einer gestorben. Da ist irgendeiner irgendwie eine Treppe oder so runtergefallen oder ich keine Ahnung. Also ich los, hab ihm aufs Maul. Ich bin jedenfalls nicht gestorben. Nimm mal das P, da oben in der Mitte ist eine Blume. Und nimm mal das P bitte mal mit. Soweit es geht. Oh, oh, oh. Oh, scheiße. Winke, winke, winke. Jetzt muss ihn weghauen. Bam. Achso, die Blumen kriegst du ja. Oh, scheiße. Na gut, dann mach mal voll schnell so. Weil da hinten ist nämlich nochmal eine Passage. Da sind so eine Münzen, die müssen jetzt zu Blöcken geworden sein. Und ich meine, dass man da. Oh, du verschwendest immer so viel Zeit. Nur weil du dich immer prügeln musst. Du Assi. Er wollte sich mit uns prügeln, nicht wir mit ihm. Aber er hat's ihn gelassen. Gut für ihn. Bam. 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 Hier meine ich, wenn die Münzen nämlich zu Blöcken wären, dann kann man ja da oben eigentlich. Whee! Ja. Dann kann man ja eigentlich da oben hoch. Und ich frage mich, ob da oben noch irgendwas sein könnte. Ach, bestimmt nicht. Verschwörungstheorie und so. Point of advice, one of Yoshi's friends is trapped in the castle by Iggy Koopa. To defeat him, push him into the lava pool. Ja, hätte ich das mal früher lesen und verstehen können, dann hätte ich auch am Anfang gleich gewusst. Wow, wer hätte das gedacht? Wow, wo kommt der Stampfer her? Wow. Dann hätte ich jedenfalls gleich gewusst, wie ich den Typen kaputt machen muss. Und so habe ich erstmal als kleines Kind gerätselt. Wie machst du den eigentlich kaputt? Ja, ansonsten die Musik, schön. Oh, das ist ein. Oh. Perfekte Time. So. Jetzt warte. Nein, jetzt schieß von da aus. Nee, warte. Jetzt. Warte, bis er sich wieder dreht. Nein. Du musst dich genau andersrum hinstellen. Jetzt. Ja. Yeah! Who defeated Iggy Koopa? Butch defeated Iggy Koopa. Butch. Yes, Hoss. Who let the Yoshi out? Butch. Und Bob. Ah ja, die Einstellungen sind immer super. Thank you. Pump. Bomb. Mario has defeated the demented Iggy Koopa in Castle Number 1 and rescued Yoshi's friend who is still trapped in an egg. Together they now travel to Donutland. Juhu. Okay. Los, ich will ins Donutland. Bobo ist dran. Ja. Ich liebe Donuts. Wie wollen wir das machen? Ah, übrigens, wir müssen noch kurz was erklären, was ich früher nämlich nicht wusste. Und zwar, können wir gleich den zeigen. Nein, sieht man jetzt nicht, weil du draufstehst. Dieses Level hat einen roten Punkt unten. Rote Punkte stehen immer dafür, dass es mehrere Enden, mehrere Ausgänge gibt. Das ist wahr. Und das ist gar nicht Donutland, das ist Donut Plains. Na, wir sind ja auf der Reise nach Donutland. Okay. Aber wir sind noch nicht ganz da. So, hier würde ich auf Weg jeden Fall schon mal von Yoshi. Welchen Weg nimmst du und welchen Weg nimmst du? Ich würde gerne den geheimen Weg nehmen. Das darf ich nicht. Nimm den geheimen Weg. Yay! Wee. Oh, wee. Fickt euch alle! Ich gehe nach Hause! Also eigentlich durch das Level könnt ihr schon fast durchfliegen. Halt, die Feder wollte ich haben. Wee. Aber da
dazu muss ich von Yoshi absteigen. Wo ist denn dieser Assi hier? Komm mal her. Bam. Trotzdem. Sehr schön. So, jetzt gib mir die Feder. Hier, also die mit dem roten Cape, die haben immer die Feder. Feder ist das Beste. Ja. Jedenfalls in diesem Spiel. So, hier. Und jetzt Anlauf. Und. So. Anlauf. Und danach zeigt euch Butch, wie dieses Level wirklich gespielt wird. Ja, ihr seht es jetzt zum größten Teil nur von oben, das Level. Tut mir leid. Ja, sorry halt, wa? Nee, ist ja okay. Dafür bin ich ja dann. Ah! Nein! Na, das ist das Gute. Yoshi ist immer so ein kleiner Puffer. Von hier könnte ich losfliegen. So, Ah, schade, nicht geschafft. Aber ihr seht schon, da oben ist der Schlüssel. Ha, wusste ich doch. So, jetzt fragt ihr euch immer, wie soll ich denn jetzt den Schlüssel... Oh. Verstehe.